Freunde, was geht? Nach 2 Jahren Abstinenz bin ich wieder zurück. Also wirklich fast auf den Tag genau. Es spielt sich, glaube ich, ein paar Tage so. Endlich hat es sich ergeben, dass ich mal wieder Videos machen kann. Das Equipment wurde aufgestockt und ein paar Änderungen vorgenommen, die ich es mir vorgestellt hätte. Natürlich ist das alles sehr, sehr am Anfang, aber fürs Erste wird es auf jeden Fall reichen. Und einer meiner Top 3 YouTuber aktuell oder schon seit sehr langem, weil er mir einfach sehr sympathisch ist. Und auch die ganze Jungs, mit denen er abhängt, dies, das, jenes, machen guten Kontext, sind auch vernünftige Jungs. Das ist auch eines der Aspekte, warum ich die überhaupt anschaue. Aber erstens, Essen lieben wir. Zweitens, Humor ist cool. Und ja, also YouTube Deutschland bietet leider auch aktuell nicht so viel, dass man sagen kann, boah, also es gibt jetzt viel Diversität, dass man auf das und das und das reagieren kann, aber auf jeden Fall, ich feiere Osan und die Jungs mit ihm sind, ja, schauen wir einfach mal rein und bei dem Typen bekommt man einfach immer Bock zu essen, wenn man ihn sieht. Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Foodtour durch Hannover. Mit dabei! Janimsen. NILL. Hi, Icke Bins. Ich war lange weg. Habt ihr mich vermisst? Mit dabei Chris London. Habibi. Burak Jackson. Söylen mir die. Was soll das, Digga? Ein. Als Beşiktaşlı. Also singt er das Icardi-Lied. Auf jeden Fall Glückwunsch auch noch an Galatasaray, an die Meisterschaft und Gibran Feuerauer. No. Gesicht auf diesem Kanal, Hekim! Unsere erste Station für heute, Haftis Burger und das ist der Burgerladen von Haftbefehl. Haftis Burger, okay, Haftbefehl, sein Du weißt, was Burgerladen. Haft ist! Du weißt, was. Bruder, ja. Das erste, was ich gleich rausschneiden muss, leider. Schau, wo wissen wir, der Babo ist? Heroin! Vergifte die Welt, denn ich muss mehr verdienen! Haftis Cheesesteak in the house! Classic Burger? Bruder. Brot schaut irgendwie komisch aus, aber sonst. Also was ist komisch? Natürlich ist das Essen nie mit und alles drum und dran, aber irgendwie anders aus. Classic Burger sieht echt classic aus. Ja. Eine Frage. Ja. Hat diese Burger Haftbefehl entworfen? Ja, klar. Guckt euch mal diese schöne Kartoffel. Fühlen wir. Platte an. Habt ihr was dagegen, wenn ich den alleine esse? Oh shit! Jackson! Achte mal auf das weiche Brot gekannt. Oh mein Gott! In den Szenen, du willst einfach den Bildschirm beißen. So. Es ist einfach brutal lecker, Mann. Es schaut halt sehr, sehr gut aus und er macht es halt sehr schmackhaft. Bei diesem Burger passiert was. Du hast Käse, Zwiebeln, Fleisch, das weiche Brot. Bruder, du hörst sogar das Ding. Ist es ASMR oder was? Dein Biss hörst du. Uchakilio, das hier ist die Hafti-Soße. Die Soßen ballern. Soße Pflicht. Also, wenn Soßen gut sind, ist schon mal so für mich so 50% geschafft. Jetzt essen wir eine Falafel. In dem Land heißt er Haftlaffel. Hafti, habe ich das gute Arbeit geleistet. Unsere Tour geht weiter. Ich habe noch nebenbei den Laden mitgenommen. Ein guter Abend, danke für. Ich bin da komplett raus. Anscheinend hat er auch noch ein eigenes Getränk. Interessant. Unsere nächste Station, Lister Döner, und das ist der berühmteste Döner in ganz Hannover. Er hat drei Spieße, ich will jeden einmal probieren. Unser Spieß ist bereit, meine Damen und Herren, und guckt euch mal diese schöne Farbe an. Saftig. Das ist auf jeden Fall ein bunter Döner. Könnte so ein typischer Münchner Döner sein, so schaut der aus. Aber. Das, Bruder. Chai, Bruder. Freue ich gerne, Bruder. Guter Döner, Jackson. Nach jedem Essen Tee Pflicht. Bin echt dankbar, dass es bei meinen Eltern immer so ist und war und so sein wird. Tee ist Pflicht nach Essen. Hälfte Zucker, Hälfte Wasser. NILL. Guckt euch mal diesen schönen Eiernbrunnen an. Und hier wird der Eiern frisch zubereitet mit Minze. Ich weiß nicht, was solche Geräte kosten, solche Iron-Geräte, aber das ist schon echt für jeden eigentlich eine Pflicht, sollte er haben, auf jeden Fall. Oh. Iron. Bruder, ist das ein Dönerladen oder ein Kaffee? Kriegen wir sogar Wassermelonen, Cousin. Essen macht mich einfach glücklich. Hätte ich jetzt gar nicht Ja. gedacht. Fühlen wir, ja, sehr guter Stopp an der Chris will unbedingt wieder dieses Lied singen.
Eins. Jetzt wirklich, ja, komm ernst. Ey, Nano. Öyle küskün bakma yar yar yar, dargın mısın sen bana yar yar, senden başka kimim var, kurban olam ben sana. Ahey ahey ahey. Ich kenn dich, wallah, ich kenn dich von YouTube. Gefaust. Was ein süßer Junge. Bruder, du bist von Berlin hier hingekommen. Ich muss dir in Hannover unbedingt diesen Laden zeigen, weil ich weiß, du liebst Essen. Das wird dein Lieblingsburger, tamam, in Hannover. Wir sind bei Bulls Kitchen und hier soll es laut Maus den besten Burger in ganz Hannover geben. Mein Wort, Digga, mein Wort. Bruder, was ist das für eine Wand? Fühlen wir. 90% ist sehr stark auf jeden Fall. Goku. Fuck, am Burger essen. Toilette musst du sehen. Junge, hier ist Techno. Was haben wir hier, Digga? Oh shit. Göks. Ist das Melement Pommes Bonea? Jonesy. Sondern Udo. Sehr gut, aber das hier ist die beste Soße, die ich in meinem Leben gegessen habe. Was redest du? Ohne Spaß. Wie haben wir den Lokum Burger, Jackson? Oh shit. Schwarzer Burger. Lokum gibt es in ihrem Sinne. Schmeckt. Und das war Hannover. Bruder, einfach ein vorbeigehender Typ beißt bei denen dein Essen ab. Also echt Respekt dafür. Also vielleicht verstehe ich das nicht, aber ich bin so absolut nicht der Mensch, der gerne etwas so auf der Form teilt oder was auch immer. Also diese Person muss mir echt nahestehen, also ultra nahestehen. Und man muss ein gutes Gefühl dabei haben, aber irgendwie vorbeigehende Leute am Essen abbeißen lassen, Bruder, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie der Typ hygienisch drauf ist, man, keine Ahnung. Meine Damen und Herren, 10 von 10. Oh, Crunch, Crunch. Riesenladen. Du merkst, hinter jedem Produkt ist ein Gedanke. Der hat hier geweint, geackert, geblutet, um das alles zu konzipieren. Du hast geredet wie ein Poet. Ich hab einfach nur Hunger. Paste mal, rote Zwiebeln, ein paar Soßen, Patty, Käse. Das war mein Gucci-Bandana. Ich schwör bei Gott, sowas habt ihr nicht gesehen. Der Chef hat geblutet. Er hat geweint. Schauen wir auf jeden Fall mal in Zukunft, ob wir auch sowas ähnliches machen. Man kann immer viel reden, viel machen, viel tun, aber die Ideen bestehen schon seit einigen Jahren. Hat leider nicht so ganz geklappt. Dem ganzen Timing und so weiter, aber schauen wir mal. Hätte schon Lust, auf jeden Fall mal in München und Umgebung erstmal starten. Dann so andere Städte, andere Länder. Wäre schon echt geil. Aber ist auch ein bisschen zeitintensiv. Mal schauen, wie das alles unter einen Hut gehen würde. Rezept zu finden. Oh, no, du. Wir essen gerade einfach mit Hawich von Schlüpfen und du machst einen Burger. Kennst du ihn? Bruder, Hawich von Schlüpfen, du bist mehr Legende als sonst irgendjemand. Hey, was soll das denn? Du musst den Michael geben. Du musst den rein und dann hoch und dann ab zur Seite. Den Michael. Wir schlafen nicht. Genghis Abi ist am Start, frisch aus Antep eingereist. Wie geht's, Abi? Oh, Hemsho, Antepci. Unser nächster Spot ist Gaziantep Baklavaları und hier gibt's frischen Baklava, frischen Katmer, frischen Künefe. Aşkla dertleri katmeri katmer, dert verirsen. Hakmer, hakmer. Weiß ich nicht so. Enes, hast du eigentlich auch Antepli? Ich bin mit Künefe aufgewachsen, Habibi. Helle, 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 Antepli, gel yanıma bir tatlım. Unser Künefe wird hier zubereitet und guckt euch das mal an. Und jetzt kommt Käse drauf. Pistazien werden hier auch angeröstet. Unser Sherbet kommt auf Künefe drauf. Hat jemand eine Pistazienmarmel bestellt? Yes. Oh mein Gott, hört mal diesen Sound. Ah, fehlt das. Oh, oh shit. Dann schmeckt das los, kann man das essen? Darauf die Pistazien. Banane und Erdbeere. Und den Kaimax. Oh, der ist frisch in Antep gemacht worden und hierher geliefert worden. Das ist 70. Also ehrlich, so wie das ausschaut, der Laden scheint echt krass zu sein. Ich hab auch in... Ich komme ja selber aus der Region ungefähr und ich kenne so das Essen, wie das so vorbereitet wird, aber das schaut echt schon heftig aus. Schaut echt appetitlich und anschaulich aus. Das Eis, wenn das tatsächlich Marathon drum ist, ist das auch krass. 1000 Kalorien, Digga. So? Was soll mich? Wir probieren jetzt die Cutlet-Pizza vor dem Chef. Aslanım benim, aslanım. Bu olmadan. Nefes aldım.
Boom, Mama. Unsere Tour geht weiter. Wir machen hoch, wir machen runter. Unsere Tour geht weiter. Wir sind bei Lamuro Döner. Und dieser Laden wurde mir von Hype Hannover vorgeschlagen. Ja. Es soll Käse überbackenen Döner geben, Gürkan. Was? Ich kann das alles nicht mehr. Die haben hier einfach vier Spieße. Wir essen jetzt ein Au. Boah, ich sag's dir ehrlich, dieses dünn geschnittene, ne, ist richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, ist es Hackfleisch oder was auch immer das ist, aber das dünn geschnittene, ich weiß nicht, das fühle ich irgendwie ein bisschen mehr. Auf Döner. Auf unser Auflauf kommen Soßen drauf. Da kommt Käse drauf und noch mehr Soße. Wir machen Soße-Party. Guckt euch das mal an, meine Damen und Herren. Party. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Oh mein Gott, Bruder. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Lasagne. Guckt ihr mal diesen Auflauf an, Cousin. Hat jemand Käse krass aus. What? Baby. Guckt euch das mal an, meine Damen und Herren. Wenn du auf Soße stehst. Der hat auch einen Biss, einen Happen, das ist ja nicht mehr Wahnsinn. Fett bist du. Sind wir. Dann ist das das perfekte Essen, Cousin. Unsere Tour geht weiter. Wir sind bei der nächsten Station, Datoni. Die Konsistenz ist super. Ich Scampis kommen genau richtig. Das. Sehr soft, sehr clean. Wir haben hier Erik. Boah. Erik Abidal. Erik Maxim Choupo-Moting, Habibi. Dieser Laden ist bekannt für Pan-Pizza, deswegen heißt er auch Panova. Innovativ und kreativ. Sehr kreativ. Was passiert hier, mein Bruder? Hallo? Hallo? Scharfe Soße kommt hier auf die Pizza. Mmh. Ich mag die Soße. Ich mag den Käse. Ich mag die Pommes. Ich mag das Wasser. Ich mag die Pizza. Was also die Wings sind echt der Kracher. Dankeschön, Bruder. Vielen Dank. Ein sehr netter Mann. Unsere Tour geht weiter. Und war ernsthaft, wirklich? Die Leute, die servieren oder die arbeiten dort, die müssen echt, wenn die gute Laune drauf haben, ich höre, ihr habt 20% mehr Kundschaft. Menschen kommen auch einfach nur wegen den Menschen manchmal einfach dorthin, weil es denen persönlich gefallen hat oder was auch immer. Aber was wichtig ist, auf jeden Fall auch die Hygiene von den Leuten. Ich bin ab und zu mal in Dönerläden gewesen, da ist es einfach, das Essen zwar und so ist alles lecker und du gehst dorthin, vielleicht ist ein neuer Mitarbeiter da und so, aber irgendwie fühle ich das nicht, wenn er halt abkassiert, aber gleichzeitig das Dönerbrot so aufmacht. Also so dieses Aufmachen oder was auch immer, wascht dir die Hand oder was auch immer. Das ist nicht cool einfach. Ich weiß nicht, da kommen so komische Vibes dann in den Raum und dann hast du überhaupt gar keinen Bock mehr eigentlich das zu essen, aber du hast schon bestellt, dann willst du eigentlich nicht zahlen und dann keine Ahnung, irgendwie ganz komisch. Nächste Station, Özurfa. Und Özurfa gibt es wirklich in jedem Land, in jedem Kontinent, in jeder Stadt. Und in den Farben. Grün und Gelb. In Narunaristan. Ohne ein Adana zu essen, werden wir Hannover nicht verlassen. Solide, solide. Das ist ein Adana, der einfach nach Adana schmeckt. Unsere Tour geht weiter. Wir sind bei der letzten Station, Loco Ritos. Loco, Loco, Juju, Juju. Einfach Jones and Zwilling. Guckt euch mal diesen Teller an, was passiert hier? Bruder, das ist gleich direkt Diabetes. Erstmal ein Maxi King, alright? Ja, Mann, das ist der geilste. Mmh. Beste Erfindung von Kinderschokolade. Kommen wir zum Churros mit Himbeere. Mmh. Jackson, das ja, letzte kommt zum Schluss. Nico, das letzte kommt zum Schluss. Ich genieße und beende somit das Video. Freunde, wenn euch das Video was soll das denn? Meine Damen und Herren, wenn euch das Video gefallen hat. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? Also erstmal echt Respekt, dass man so viel an einem Tag essen kann. Ich hoffe, die teilen sich das auch alles. Ich denke mal, würde nur Sinn machen. Aber deren Spots sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das muss man auf jeden Fall mal testen und egal in welcher Stadt, mal abchecken, das Video und mal irgendwo hingehen. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Video. Also ich finde, die sind sehr, sehr konstant mit dem Video. Das macht Spaß. Die schneiden sehr schön. Und ja, zum nächsten Mal.